Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Einblick und Trades aus dem Trading Room von Oliver Najar und der ist auch der heutige Referent. Mein Name ist Nelson Cardoso-Nete und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Wir schauen uns mal den Risikohinweis an. Er ist natürlich ganz wichtig. Dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, auch wenn, wie gesagt, Trades heute gezeigt werden, eventuell. Okay, dann auch nochmal offiziell guten Morgen, Olli. Ich freue mich, dass wir das Webinar zusammen machen und übertrage natürlich jetzt den Bildschirm, weil das ist jetzt viel interessanter als mein Monolog hier und wünsche natürlich viel Spaß. Man hört dir trotzdem gerne zu, Nelson. Man hört dir immer gerne. Danke. So, ich gehe mal ganz kurz hin. Das müsste dieser Monitor jetzt sein. Ja, ist zu sehen. Sehr schön. So, dann hole ich mir noch hier die Fragen raus. Okay. Dann fangen wir an. Mich kann man gut sehen und man kann mich gut hören. Also an die Teilnehmer, der Nelson kann das, die anderen auch, hoffe ich. Gut, sehr schön. Gut. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Vorweg auch dieses Mal, ich habe es letztes Mal schon gesagt, beim Webinar, es kann sein, dass es im Hintergrund mal etwas lauter wird. Und dann kann es mal sein, dass man die ein oder andere Maschine hört. Hier ist sehr viel los um mich herum und sollte es mal, wie gesagt, zu Hintergrundgeräuschen kommen, dann bitte ich das zu entschuldigen. Gut, fangen wir an. Kurz noch zu meiner Person. Für den einen oder anderen, der noch relativ neu in dem Bereich ist und mich noch nicht so auf dem Schirm hat. Mein Name ist Oliver Najar, ich komme aus Düsseldorf, bin markttechnisch orientierter Händler, ich bin diversifikativ unterwegs, sprich, ich handle mehrere Märkte, ich habe keinen Lieblingsmarkt, ich handle verschiedene Zeiteinheiten, sprich Trendgrößen, handle auch, soweit es geht, alle Produkte, die so gängig sind, von CFDs, Futures, über Aktien handle ich eigentlich alles. Gerade zu diesen historischen Zeiten bin ich relativ viel im Intraday-Handel unterwegs. Das bin ich sowieso jeden Tag, aber speziell jetzt, wo wir so einen relativ sehr volatilen Markt haben, mache ich das mit ganz besonders großer Vorliebe. Was machen wir noch? Wir bieten Ausbildung an, 1:1-Coachings, Online-Seminaren, Präsenzseminare. Das fällt natürlich jetzt gerade flach, diese Präsenzseminare. Das wird auch demnächst wieder anlaufen. Unter anderem haben wir auch ein Softwarepaket entwickelt, was so ein Stück weit das visualisiert, was der professionelle Händler vor dem Bildschirm sieht. Das ist eine Markttechnik, also eine Trendvisualisierungssoftware, Markttechnikpaket. Das gibt es mittlerweile für den Stereo-Trader auch ganz neu. Gibt es schon länger für den Agena-Trader und auch für den Ninja-Trader. Darum soll es aber heute gar nicht so im Schwerpunkt gehen. Heute geht es um den Trading Room. Und da gucken wir jetzt gleich mal rein, was das genau ist. Für den einen oder anderen sei hier noch meine E-Mail-Adresse gereicht, beziehungsweise meine Homepage. Falls es im Nachklang irgendwelche Fragen gibt oder sonstige Angelegenheiten, kann man mich hier unter dieser E-Mail-Adresse erreichen. Hier sei noch auf die Facebook-Gruppe hingewiesen. Da kann man sich auch mal anmelden und reinschauen. Das ist ganz interessant. Da, wie gesagt, werden viele Fragen gestellt. Da werden auch Trades vorgestellt, vor allem auch von ehemaligen Coaching-Teilnehmern.
kann man mal sehen, was die so mittlerweile auf die Beine stellen. Das ist auch ganz interessant. Wer darauf Lust hat, kann sich da auch mal anmelden. Gut. Heute soll es um den Trading Room gehen. Wir wollen hier mal ein Stück weit versuchen zu transportieren, was wir da so machen und wie wir das so machen und warum wir es wie machen. Der Trading Room, der ist sozusagen geboren aus dem Gedanken heraus, dass wir das, was wir hier so bis dato in der Theorie vorgestellt haben, jetzt mal in die Praxis umsetzen wollten. Wir haben also im letzten Jahr hier bei FX Flat, als aber auch bei den Kollegen von CapTrader, eine Webinarserie, eine ganze Webinarreihe rausgebracht, wo wir uns dem Thema der Markttechnik gewidmet haben, wo wir das mal so ein Stück weit im Rahmen der Möglichkeiten von so einem Webinar mal etwas tiefer beleuchtet haben. Was ist überhaupt Markttechnik? Wie sieht der professionelle Händler den Markt? Aus welchem Blickwinkel tut er das? Was ist eine übergeordnete Trendgröße, sprich GWL? Was ist eine Signallage, also eine untergeordnete Trendgröße? Was sind vernünftige Einstiegslogiken? Was ist eine vernünftige Stopplogik? Welche Trading-Taktiken gibt es? Das sind also ganz viele Themen, die wir da sozusagen angeschnitten haben. Und aus dieser Webinarreihe heraus ist dann der Gedanke geboren, doch das auch mal live umzusetzen und zu zeigen, was man dort in der Theorie so ein Stück weit vorgestellt hat. Das haben wir dann gemacht. Und wie sieht das inhaltlich aus? Ich komme mal dazu. Inhaltlich ist es so, dass wir morgens zweimal die Woche, dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr dort starten. Wir schalten dort auf unsere Handelsbildschirme durchgehend jeweils mehrere Stunden auch, also komplett den ganzen Tag, und geben dort, ja, wir zeigen dort unsere Trades, die wir dort eingehen oder auch Trades, die wir schon laufen haben. Wir screenen dort die Märkte und machen auch unter anderem auf Handelsmöglichkeiten aufmerksam. Das heißt also, wir versuchen in einem relativ ungefiltertem Rahmen all das mit Leben zu füllen, was wir vorher in der Theorie skizziert haben. Wie gesagt, das findet zweimal die Woche statt, von morgens 9 bis 17 Uhr. Das sind also viele Stunden, die wir sozusagen dort dann live unsere Trades zeigen. Die Trades, die wir dort machen, die sind nicht nur ausschließlich rein dem Intraday-Handel gewidmet. Das ist zwar der Schwerpunkt, aber wir zeigen dort auch, wie wir Aktien handeln auf Tagesbasis, wie wir diese Aktien finden, wie wir sie screenen, warum wir sie handeln, etc. Das sind alles so Themen, die wir dort ausbreiten und auch, wie gesagt, dort live zeigen. Schwerpunktmäßig natürlich ist dort der Intraday-Handel im Fokus. Das bedeutet aber nicht, dass wir dort so ganz ultraschnelle Trades machen. Wir haben zwar jetzt gleich mal ein, zwei Trades, die sind tatsächlich schon, wenn wir jetzt hier gleich die Trades anschauen, da sind welche dabei, die sind tatsächlich sehr schnell. Das ist aber jetzt dem Umstand dieser Volatilität geschuldet. Es ist aber nicht so, dass wir da jetzt irgendwie klassisch scalpen für ein paar Ticks oder sowas. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen richtige Punkte spannen, nominal aus dem Markt ziehen. Und ja, diese Trades haben unterschiedliche Laufzeiten von wenigen Minuten bis halt, weiß ich nicht, mehrere Stunden. Was ist das für eine Struktur inhaltlich dort? Wir wollen in diesem Room tatsächlich einen Mehrwert geben, indem wir auch ein Stück weit im Rahmen der Möglichkeiten Fachwissen vermitteln. Wir werden dort logischerweise jetzt nicht komplette Coaching-Inhalte ausbreiten können. Das ist auch nicht das Ziel dieses Rooms. Wir wollen dort Denkanstöße geben für
den einen oder anderen vielleicht auch mal so über den Tellerrand hinaus zu schauen, was gibt es denn noch? Was kann ich vielleicht auch in meinen eigenen Handel einbauen, indem er halt uns über die Schulter guckt und sieht, wie wir das machen. Kern dort ist es, Risiken zu bewerten. Das steht eigentlich so im Kern der ganzen Idee. Das werden wir auch gleich in den Trades sehen. Das ist das Maß der Dinge, Risiken zu bewerten und daraufhin dann Trades zu machen oder eben nicht zu machen. Wir zeigen dort unsere Trades im Sinne von Plus- und Minus-Trades. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben also auch nicht nur Plus-Trades, sondern wir haben auch Minus-Trades. Die sind auch völlig okay. Und vor allem zeigen wir dort, wie wir damit umgehen mit diesen Minus-Trades und was eine fachlich professionelle Antwort ist auf Minus-Trades. Denn die können wir nicht wegzaubern. Da kann man professionell sein, hoch 100. Die erwischen uns auch und das ist auch, wie gesagt, völlig okay. Aber der entscheidende Punkt ist, wie gehen wir mit unseren Minus-Trades um und wie gehen wir auch vor allem mit unseren Plus-Trades um. Wir kommentieren unser Handeln dort an der einen oder anderen Stelle und stellen auch Fragen mal in den Raum. Wir gehen auch auf die Trades der Coach, also der Teilnehmer ein, der Room-Teilnehmer ein. Es gibt also auch mal den einen oder anderen, der uns seine Trades zeigt und die kommentieren wir auch im Sinne einer konstruktiven Kritik. Es gibt auch den einen oder anderen, der im Hintergrund dann, wenn wir sozusagen unsere Trades machen, dort im Hintergrund mittradet. Wir gucken uns auch diese Trades heute mal an. Wir werden also hier in dieser Sitzung jetzt gleich nicht nur die Trades von uns angucken, sprich von den Moderatoren diesem Room, sondern wir gucken uns auch mal die Trades von den ehemaligen Coaching-Teilnehmern beziehungsweise von den Trading-Room-Mitgliedern an, weil die sind auch sehr interessant. Da gibt es auch einiges zu sehen und zu lernen. Welche Produkte werden da gehandelt? So wie ich es auch gerade schon gesagt habe, wir handeln dort von Aktien über Futures bis hin zu CFDs. Wir handeln vor allem auch auf verschiedenen Positionsgrößen, weil wir wollen, dass die komplette Bandbreite, das komplette Spektrum darstellen, was es gibt. Es muss nicht immer der große, schwere Future sein. Man kann auch vernünftiges Geld mit CFDs verdienen, beziehungsweise mit zum Beispiel auch den kleinen Mikrofuture. Schwerpunktmäßig gleich werden die Trades auf den klassischen großen Futures zu sehen sein, aber nochmal, das ist jetzt hier auch nur ein Ausschnitt von all den Trades. Man kann hier nicht alle durchgehen. Wir handeln da, wie gesagt, auch mal auf kleineren Positionsgrößen und wir handeln dort auch auf verschiedenen Handelsplattformen, so wie es hier steht. Wir haben da ja unsere Software auf verschiedenen Handelsplattformen mittlerweile aufgesetzt und da handeln wir vom Stereo Trader über den Agena Trader bis hin zum Ninja Trader. Das hat also auch was mit einer Diversifikation zu tun. Diversifikation, oft schon von mir erwähnt, fängt nicht beim konkreten Trade an, sondern das fängt da an, dass man sich halt etwas unabhängiger aufstellt, was Technik angeht, was Datenfeeds angeht und was vielleicht auch das ein oder andere Konto angeht. Für wen ist der Room geeignet? Der Room ist geeignet eigentlich generell erstmal für alle, vor allem für die, die so sich dem Thema widmen und da immer tiefer einsteigen wollen, die auch so einen gewissen, ich möchte sagen, Schliff vielleicht haben möchten. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, wir haben da eigentlich alles drinne. Wir haben da auch ziemlich weit Fortgeschrittene, muss man sagen. Auch die können wir noch an der einen oder anderen Stelle gedanklich irgendwie antreiben. Insbesondere ist dieses Projekt auch für Berufstätige geeignet, da wir alle Sitzungen aufnehmen und diese anschließend online zur Verfügung stellen. Bedeutet also, wenn man irgendwie eingebunden ist und man kann mal irgendwie nicht jede Sitzung mitnehmen, dann hat man noch die Möglichkeit, da ist nichts verloren gegangen. Sich diese
anschließend in Ruhe dann nochmal, wenn man möchte, anzuschauen. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir handeln generell nicht nur intraday, auch wenn das jetzt sozusagen wenn der Intraday-Handel dort den Kern der Idee oder des Projektes darstellt, wir zeigen, wie gesagt, da auch Trades auf Tagesbasis in Aktien bzw. CFDs. Wir haben da auch, der Boom läuft seit November, Dezember. Wir haben dort ein Aktienportfolio aufgebaut, haben wie gesagt gezeigt, wie kommen wir an die Aktien ran, wie screenen wir, was ist ein vernünftiger Screening-Prozess, wie kommen wir in die Aktien rein, sprich die Entries etc. Das haben wir alles so da aufgebaut und gezeigt. Im Rahmen des Marktschocks jetzt von dem massiven Runterkommen sind wir auch relativ weit oben auch ausgestoppt worden und wir werden, das haben wir so besprochen, auch ab nächste Woche, wir sind jetzt extra, was die Aktien angeht, erstmal draußen geblieben. Und wir werden jetzt ab nächste Woche dann dort auch wieder, was die Aktientrades auf Tagesbasis angeht, da wieder das Portfolio aufbauen. Wie gesagt, es werden dort auch unterschiedliche Zeitfenster gehandelt. Ja, bis hin zu längerfristigen Positionen, wie gesagt, auf Tagesbasis. Gut. Bevor wir jetzt zu den Trades kommen, möchte ich eine Einladung aussprechen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, morgen am Donnerstag dabei sein. Schickt uns bitte eine E-Mail an info@markttechniktrading.de. Und ihr werdet dann heute Abend im Laufe des Abends eine E-Mail bekommen. Und dann könnt ihr uns morgen mal über die Schulter schauen, wie das so aussieht, was wir da so machen. Geht um 9 Uhr los. Und ihr braucht nur noch auf den Link dann in dieser E-Mail zu klicken. Und dann seid ihr schon automatisch, dann verbindet ihr euch in diesen Room rein. Und dann seid ihr sozusagen mit von der Partie. Gut, ich habe es gerade schon erwähnt. Kleinen Augenblick. Genau, ich habe es gerade schon erwähnt, bevor ich jetzt die Trades zeige. Es sind unsere und auch zum Schluss zeige ich mal die Trades der Teilnehmer. Fangen wir aber erstmal an mit den Trades, die wir von unserer Seite aus dort machen. Der erste Trade, den ich jetzt hier vorstellen möchte, ist ein Trade, den wir im Goldmarkt gemacht haben. Grundsätzlich sei vorausgeschickt, wir haben eine unfassbar hohe Volatilität zurzeit. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren und ich hatte sicherlich auch schon sehr volatile Märkte erlebt. Aber seltenst eine Volatilität, eigentlich gar nicht so wie jetzt, und vor allem auch nicht so lang anhaltend. Hier muss man jetzt größer denken, wesentlich größer. Und das sieht man auch gleich jetzt in dem folgenden Ablauf. Und vor allem muss man dieser Volatilität aus dem Blickwinkel des Risikos. Und das ist das, was wir im Kern nicht nur im Boom, sondern vor allem auch hier in so Webinaren transportieren wollen. Vor allem aus dem Blickwinkel des Risikos muss man dem sozusagen Rechnung tragen. Ja? Dass man weiß, dass diese wahnsinnige Schwankungsbreite da draußen, der kann man eigentlich, man kann traden, alles gut, alles schick, aber da muss man eben auch mit einer vernünftigen Positionsgröße dementsprechend da unterwegs sein. Gut. Was haben wir gemacht? Ich habe diesen Trade gesehen. Das war, ich glaube, irgendwann in der Mittagszeit oder, nee, oder morgens, ich weiß gar nicht, so 10, 11 Uhr. Der Markt hat folgendes Bild geboten. Der Goldmarkt kam tendenziell so ein bisschen runter. Man sieht das jetzt auch hier und hat unter relativ hoher Volatilität trotzdem so ein Range-Verhalten aufgewiesen. Der Markt lief so knappe anderthalb, 2 Tage zwar unter hoher Volatilität, aber dennoch in so einem Band, möchte ich sagen.
Und als ich diese Situation gesehen habe, habe ich dieses Setup für mich entdeckt, was ein hohes Potenzial mitgebracht hat. Wir haben hier mal ganz kurz Klammer auf. In gerade angesprochenen Webinaren, die wir hier über den Jahreswechsel gemacht haben, da haben wir über das Thema Setups gesprochen. Wir haben dort vor allem über Setups mit Potenzial geredet. Und hier ist so ein Setup, was ein relativ hohes Potenzial beinhaltete. Das könnt ihr euch einmal, wie gesagt, anschauen, wenn ihr euch die alten Webinare da mal raussucht. Und dann wird das dort nochmal detailliert aufgeklärt, das Thema. Das lasse ich jetzt aber hier bewusst weg. Es bot sich also folgendes Bild. Wir haben hier den Gold Future gehabt und es hat sich jetzt hier so ein kleiner Trend runtergebildet. Der Markt ging hoch und runter. Kleinen Augenblick. Seht ihr meine Maus jetzt? Ja, ne? Einmal ganz kurz. Ja, ist zu sehen. Und da Oh, ist auch eine wunderbar. Frage zu dem Bild, was die Linien bedeuten. Ja, geh ich gleich drauf ein. Ihr könnt ruhig eure Fragen schon mal reinstellen. Oder reinschreiben. Ich habe immer ein Auge drauf auf die Fragen. Die baue ich dann auch, wenn sie situativ passen, ein. Wenn sie nicht passen, werde ich sie am Ende des Webinars nochmal aufgreifen. Zu der Frage von gerade komme ich gleich. Wir haben also hier ein Setup gehabt, was aus meiner Sicht ein sehr hohes Potenzial beinhaltete. Ein Abwärtstrend auf dieser kleinen Trendgröße. Auch hier, es gibt verschiedene Trendgrößen. Auch dazu haben wir Webinare gemacht, etc. Und hier hat sich halt ein kleiner Trend gebildet. Wir sind hier auf einem 10-Minuten-Chart. Und daraufhin bin ich hingegangen und habe direkt auf eine kleinere Zeiteinheit geswitcht. Das heißt also, ich habe aus einem 10-Minuten-Chart einen 1-Minuten-Chart gemacht und habe gesehen, dass der Markt, als er hier runtergekommen ist, als ich das aufgeklappt habe auf einem 1-Minuten-Chart, sah das Ganze so aus. Das heißt also, dieses Runterkommen, nochmal, ich gehe nochmal einen zurück, dieses Runterkommen hier, aufgeklappt, ist dieses Runterkommen. Und dieses Runterkommen macht er in einem Trend. Einverstanden? Und ich habe also relativ lange gewartet, bis der Markt mir eine Möglichkeit gegeben hat, das umzusetzen, wonach ich suche, nämlich nach Trades mit einem sehr geringen Risikoprofil. Ja? Sehr geringes Risikoprofil bedeutet, ich möchte im Intraday-Handel, im kurzfristigen Handel, kurzfristig Geld verdienen. Das ist mein Ziel. Und ich möchte diese Trades mit einem möglichst geringen Risiko eingehen. Es hat sich also hier jetzt ein untergeordneter Trend gebildet. Der ging hier hoch in die Korrektur, wieder in die Bewegung, nochmal hoch. Und jetzt ging er wieder runter. Und ich habe jetzt hier einen Kontrakt eröffnet. Ich habe hier noch einen Kontrakt eröffnet. Wir werden das gleich ein bisschen detaillierter sehen. Ich habe hier nicht direkt in einem die Kontrakte, die Position eröffnet, sondern ich wollte hier eigentlich, das war mein Ziel, das hat nicht ganz geklappt. Ich hatte gehofft, der Markt kommt noch mal ein Stück weit höher, damit ich den Markt noch günstiger geben kann, also günstiger für mich aus meinem Blickwinkel verkaufen kann. Sprich, also einen Trade weiter aufbauen kann mit einem noch kürzeren Stop. Der Markt kam also runter, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ich hatte, wie gesagt, gehofft, dass der Markt nochmal hier hochkommt, um weiter Kontrakte zu shorten. Das hat der Markt aber nicht gemacht. Der Stop lag hier oben auf der 34,7. Das bedeutet also, ich habe hier einen Trade aufgebaut mit, ich sage jetzt mal umgerechnet in Dollar, 130 Dollar Risiko. Einverstanden? Und diesen Rücklauf, den habe ich leider nicht bekommen. Das ist tatsächlich schade, auch wenn der Trade hervorragend lief und auch gut Geld abgeworfen hat, werden wir gleich sehen. Aber mehr ist halt besser. Und das hat er mir aber jetzt in dem Fall nicht gegönnt, der Markt. Schaut mal. Der Markt ist sehr, sehr, sehr massiv direkt in die Knie gegangen. Dieses Potenzial, was ich also im Sinne eines Setups im Vorfeld
für mich entdeckt habe, ist tatsächlich also auch aufgegangen. Der Markt ist runter kollabiert förmlich. Jetzt möchte ich aber, bevor ich das Ergebnis zeige, Folgendes sagen. Das ist ein Trade, der hat sehr viel Geld abgeworfen und der ist auch hervorragend gelaufen. Aber, und das ist ein großes Aber, es ist nicht so, dass jeder Trade, den wir machen, so abläuft wie dieser hier. Schaut mal, der nächste, der Markt ist, also ich habe am Ende dieser Kerze, die lief nicht mehr lange, den ersten Kontrakt gegeben. Ich habe dann hier den zweiten Kontrakt gegeben und dann gab es eine Situation, so sieht das aus, der Markt ist förmlich in sich kollabiert. Einverstanden? Und zwar so schnell in Bruchteilen von Sekunden, das ging also tatsächlich in einem Wimpernschlag, dass der Markt hier über 120 Ticks ja, in sich zusammengeklappt ist. Mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Der Markt hatte jetzt hier relativ, das System hat jetzt relativ schnell angezeigt, irgendwie, ich war hier irgendwie 2,4, 2,5, knapp irgendwie 2,3, irgendwie sowas vorne. Und also mit der massiven Bewegung habe ich tatsächlich jetzt auch nicht gerechnet. Mir war schon klar, dass da Potenzial drin ist. Nochmal, dass der Markt hier so kollabiert, das ist nicht die Norm. Das liegt sicherlich auch an diesen volatilen Zeiten. Und ich konnte jetzt diesen Trade mit einem Teilverkauf hier unten schließen. Das war der erste Verkauf, den ich gemacht habe. Ich habe den einen Kontrakt dann noch laufen lassen, weil ich noch kurz abgewartet habe, ob er vielleicht noch weiter kollabiert. Heutzutage kann man ja tatsächlich, auch wenn der Markt hier schon in einem Schuss 100 Ticks nach vorne, also der ist zwar gefallen, aber mein Plus ist nach oben gestartet. Wenn der Markt 100 Ticks macht, dann ist das eigentlich ohne Corona und Hysterie fast, also es kommt extrem selten vor, dass ein Markt in einem Schuss so ein Ding macht. Mit Corona muss man, ich habe es gerade schon eingangs erwähnt, groß denken, sehr groß denken. Der Markt macht auch aus dem Stand nochmal 100 Punkte. Und deshalb habe ich den zweiten Kontrakt noch für den Augenblick gehalten. Jetzt habe ich aber gesehen, dass der Markt sehr schnell, das seht ihr hier, ja, hier auch an dem Docht, unfassbar schnell auch wieder hochgekauft wurde. Warum wurde er schnell wieder hochgekauft? Die Antwort liegt auf der Hand, weil die Leute, die hier auf der Short-Seite unterwegs sind, so wie ich ja auch, und da gibt es Leute, die handeln nicht nur zwei Kontrakte, sondern richtig große Positionen. Die sind natürlich dementsprechend auch woran interessiert, sich ihre Gewinne, die sie da jetzt gerade auf der Uhr haben, so wie ich ja jetzt auch, zu sichern. Und als ich den Markt hier unten gesehen habe, habe ich direkt einen Teilverkauf gemacht, direkt mit, also ins Buch, Market raus mit einem Stück und den zweiten habe ich die Tür offen gehalten für mehr, als ich aber gesehen habe, dass der Markt weiter massiv steigt. Und jetzt bitte, ganz wichtig, mal hier rechts in die Skala gucken. Schaut mal, das sind immer 10 Ticks. Von der 16,34 auf die 16,33 sind es 10 Ticks. Jeder Tick im Future in dem Fall sind 10 Dollar für oder gegen einen. Das bedeutet also, ich habe hier zwei Kontrakte. Und bin hier schon 200 vorne, 400, 600, 800, 1000 und so weiter und so fort. Und ich habe diesen zweiten Trade, das sieht wenig aus, ja, aber das ist nominal gesehen richtig viel Geld, das ist 400, 500, 600 Dollar. Ich habe dem, wie gesagt, die Tür offen gehalten für mehr. Und habe dann einfach gesehen, nee, da ist noch viel Druck nach oben, die Leute decken ein und dann habe ich auch den zweiten geschmissen. Netto kam glatt 1800 Euro bei dem Trade raus. Seht ja, damit ist der Morgen eigentlich schon relativ gut gestartet. Das war ein Trade, der richtig gut anlief. Ja. Was ist das Hauptaugenmerk? Ja, wir freuen uns über das Plus, alles super. Was ist aber die Kernmessage in diesem Beispiel? Die Kernmessage in diesem Beispiel ist, vor allem, dass wir auf das eingegangene Risiko, und genau da müssen wir immer wieder drauf eingehen,
A, auf der einen Seite fürstlich bezahlt worden. Wir sind also für das eingegangene Risiko, wir sind, haben, sagen wir mal, irgendwie, keine Ahnung, zwar 130 Dollar, 7, 6, 7, 8, 9 Ticks Risiko. Der Stop lag hier oben drauf. Wir sind fürstlich bezahlt worden. Unabhängig von diesem extremst guten CRV, das ist jetzt tatsächlich mal, wie gesagt, eine Ausnahme, das lassen wir mal weg. Diese Herangehensweise, immer wieder Trades zu suchen mit einem extrem kurzen Stop, vor allem im Intraday-Handel, ist, ich möchte sagen, überlebenswichtig. Einverstanden? Ich habe euch jetzt mal im nächsten Beispiel, ich hatte das letzte Woche schon gezeigt, jetzt hier ein kleines Kurzvideo eingebaut in diese Präsentation, um so ein bisschen dieses Zeitgefühl mal zu transportieren. Dieser Trade ist hier innerhalb von Sekunden brachial nach vorne gelaufen. Der nächste Trade hier, der entwickelt sich. Ja? Da seht ihr jetzt irgendwie, das ist zunächst erstmal auch hier. Der Trade ist von uns eingegangen worden mit einem extrem kurzen Risiko. Der Markt, es hat also einen Trend gebildet, kam also immer wieder runter und an dieser Stelle mit, ihr seht es ja hier, 10 Punkte Risiko, haben wir den Trade eröffnet. Und im Gegensatz zu dem anderen, der läuft hier auch prächtig, aber haben wir hier einen ganz anderen zeitlichen Aspekt. Also das hier, was ihr hier jetzt seht in dem Verlauf, entspricht eher sozusagen der Marktverhältnisse. Das ist also jetzt nicht irgendwie innerhalb von Sekunden immer so ein Monster-Trade sein muss, sondern dass hier sozusagen ja, der normale zeitliche Ablauf sozusagen im Fokus steht. Der nächste Trade, den ich euch zeigen möchte, einen kleinen Augenblick. Habe ich jetzt hier zweimal das Bild drinnen? Nee, ne? So, warte mal. Ah, doch. So, kleinen Augenblick. Genau. Gut. Das nächste Bild, was ich euch zeigen wollte, ist dieser Markt, also der nächste Trade. Da ist es so gewesen, dass ich auch hier wieder diese Situation gesehen habe, die aus meiner also Sicht ein relativ gutes Potenzial geboten hat. Der Markt, das ist der Dow Jones Index, jetzt dargestellt auf 10 Minuten. Ich habe den relativ spät erst entdeckt. Und der Markt ist im Grunde genommen losgerannt, ohne dass er mir ein vernünftiges Einstiegssignal geboten hat. Was nochmal, ihr habt es gerade in diesem Video auch gesehen oder in dem Trade davor, ein günstiges Risikoprofil geboten hat. Ja. Ich habe den Markt beobachtet und der hat sich dann wie folgt entwickelt. Der Markt ist weiter nach oben gegangen. Nochmal, das ist der Dow Jones Future. Und was ihr hier seht, ist der 10-Minuten-Chart. Der Markt läuft also in 10 Minuten bzw. in 20 Minuten hier mal so ganz locker 200, 250, 300 Punkte nach oben. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, nachdem er einfach weitergelaufen ist, zu sagen, ich klappe das Ganze mal auf. Auf 10 Minuten komme ich anscheinend so nicht ganz locker rein. Ich klappe das Ganze mal auf und gucke mir das nochmal untergeordnet an, auf der Minute. Und das Ganze sah dann so aus. Generell zu weniger hysterischen Zeiten und weniger volatilen Zeiten würde sich von Haus aus verbieten, hier jetzt noch überhaupt über einen Trade nachzudenken. Dadurch aber, dass man sich den Gegebenheiten anpassen muss, und eben der Markt, man muss halt größer denken, hier so viele Punkte abarbeitet, teilweise 1000 Punkte am Tag,
innerhalb von 2 Stunden oder sowas, habe ich mir gedacht, okay, pass auf, schalte doch mal runter. Vielleicht ergibt sich ja doch noch eine Möglichkeit, ein paar Punkte aus dem Markt zu ziehen mit einem relativ überschaubaren Risiko. Dann bin ich runter auf die Minute. Und so sieht das Ganze auf der Minute aus. Der Markt ist also hier so hochgelaufen. Hier konnte ich den Markt klassisch nicht longen, weil der Stop dementsprechend auch sehr weit weg war. Das sind irgendwie auch so 70, 80 Punkte oder was weiß ich. Der Markt kommt dann, geht hoch in die Bewegung, kommt wieder runter in die Korrektur. Auch hier bietet sich kein also Trade an mit einem geringen Risikoprofil. Ihr seht es ja, hier müsste man auch noch irgendwie knappe 50 Punkte auf den Tisch legen müssen. Das sind keine Trades, die wir suchen, die wir eingehen wollen. Jetzt ging der Markt hoch und kam nochmal erneut runter. Und da war für mich sofort die Möglichkeit gegeben, an einen günstigen Entry zu kommen, nämlich den Markt dort, wo er ist, knapp. Ich habe hier mit einer Limit Order gelegen und den Stop hier drunter gelegt, also hier unter dieses Tief. Diese Order wurde nicht geholt. Und deshalb, schaut mal, das ist der weitere Verlauf. Diese Order wurde nicht geholt. Deshalb habe ich die dann gelöscht. Und hier gab es dann eine komplette Drehung. Das sieht wenig aus. Schaut mal nach rechts. Das sind aber direkt schon knappe 20 Ticks, die der Markt von da unten nach da oben gelaufen ist. Ich habe dann die Position hier eröffnet und den Stop hier drunter gelegt. Bin hier um einen Tick irgendwie oder sowas ausgefallen. Und habe den Markt dann hier gelongt mit dem Stop hier drunter. Das war ein Risiko von, ich weiß, glaube 16 Ticks oder sowas. Wie ist der weitere Verlauf gewesen? Der Markt ist gestiegen in diese Bewegung hier rein, sehr sauber. Und das sind nur 3 Minuten oder 4, aber nochmal, guck mal nach rechts, das sind auch mal locker irgendwie 60, weiß ich nicht, 60 Punkte roundabout, die ich hier mit einem Kontrakt im YM, das ist der Dow Jones Future, rausziehen konnte. Das ist hier ungefähr ein 1 zu 3 gewesen, also knapp 16 Ticks Risiko zu knapp 60 Punkten Gewinn. Nächster Trade. Das wäre diese Nummer hier gewesen, beziehungsweise eine Sekunde. Ich gehe noch mal kurz zurück und zwar hierhin. Das habe ich doch tatsächlich gerade eine Frage noch nicht beantwortet. Die hätte nämlich hier gepasst. Hier fragt jemand, was sind das für Linien im Chart? Das sind die Eröffnungslinien, die also das Open, High, Low, Close. Das sind also pro Tag immer 4 Linien, die mir angezeigt werden. Und ich kann an diesen Linien sehen, wo hat der Vortag seine Eröffnung gehabt, seinen Hochpunkt gehabt und seinen Tiefpunkt gehabt. Schaut mal, an diesem Tag war der Tiefpunkt hier. Das wird mir an dem Tag danach durch diese rote Linie angezeigt. An diesem Tag hier war der Hochpunkt hier. Das wird mir einen Tag danach durch diese grüne Linie angezeigt. Einverstanden? Und diese türkisblaue Linie und diese lila Linie stellen mir das Opening und das Close des Vortages dar. Das heißt also, ich sehe immer hier an dem aktuellen Tag, wo ich den Trade gemacht habe, sehe ich, das Hoch des Vortages ist da oben, hier, das Tief des Vortages das ist das Vortagestief, das ist hier. Einverstanden? Und das war auch einer der Kriterien, warum ich dieses Potenzial auf der Short-Seite gesehen habe, um einen Trade zu eröffnen. So. Gut. Dann komme ich nochmal zurück zu diesen Trade, genau, da waren wir gewesen. Das waren also 60 Punkte. Jetzt kommen wir zum nächsten Trade. Auch hier wieder habe ich den Markt gesehen. Es war ähnlich wie in diesem Gold-Trade. Wir sind wieder auf einem 10-Minuten-Chart. Das ist der 6B.
dieser Future-Kontrakt ist das nennt man auch Cable, das ist der US-Dollar-Britisch-Pfund, das ist ein Währungsfuture. US-Dollar-Britisch-Pfund ist eines so der Klassiker auch was die Liquidität angeht, den kann man sehr gut handeln. Ich habe diesen Markt gesehen, der Markt kommt generell von unten nach oben, läuft jetzt hier auch, naja, ihr seht es ja selber, auch in so einer relativ volatilen Range, aber ja, doch Range kann man sagen. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Potenzial auf der Long-Seite ausgedacht und habe dann den Trade untergeordnet eröffnet. Ich habe mir also ich bin long gegangen mit dem Kontext, dass der Markt eben hier dementsprechend steigt. Dazu bin ich auf die 1-Minute-Ebene gegangen, also auf die kleinste Trendgröße, die es so gibt, zunächst erstmal, um mir wieder was reinzuholen. Eine Trade-Eröffnung, die wenig Risiko beinhaltet. Das Potenzial also für ein sauberes Setup ist gegeben. Bin dann jetzt runter auf die Minute. Schaut mal, das war ein Touch and Go. Wir haben hier nochmal das hier aufgeklappt, dieses Hochkommen hier, das letzte. Das ist dieses Bild hier. Das geht hier so ein Trend hoch und hier aus dieser Korrektur heraus habe ich den Trade eröffnet. Stop hier unten drunter. Das waren irgendwie 7, 8, 9 Ticks. Und der Markt lief dementsprechend an. Bei diesem Trade aber habe ich nicht klassisch sozusagen diesen Trend gehandelt, sondern hatte die Idee, weil es gab relativ viel zu tun an dem Tag. Da kann man auch mal sehen, dass man jetzt hier nicht immer nur Riesen-Plus-Trades rausholt. Der Markt ist zwar in der Zwischenzeit ordentlich vorn gewesen, aber ich habe hier nicht die Stop-Logik des Trendhandels gewählt, was vielleicht im Nachklang betrachtet in dem Fall besser gewesen wäre, sondern ich habe mich dazu entschieden, also nachdem der Markt sozusagen hier die Position eröffnet hat, den Bewegungshandel unter Beachtung von innen stehen zu machen. Und zwar auf der Zeiteinheit 10 Minuten. Das heißt also, ich bin hier auf den 10 Minuten Markt wieder gewechselt. Ich habe lediglich die Minute genutzt, um günstig reinzukommen, einverstanden, und habe mir jetzt gedacht, ich ziehe den Stop an den Kerzentiefs nach. Bewegungshandel unter Beachtung von Innenstäben, großes, sehr breites fachliches Thema. Bedeutet also, ich ziehe den Stop so lange nach, bis der Markt mich durch eine bestimmte Kerze dazu zwingt, den Stop zurückzuziehen. Wie war der Verlauf? Ich hatte jetzt hier sozusagen den Stop. Der Markt ist, nein, der Markt ist hochgelaufen. Der Stop lag weiterhin hier. Nächste Kerze. Der Stop ging von hier nach hier. Nächste Kerze. Der Stop ging von hier nach hier. Und jetzt kam die nächste Kerze und der Stop wurde wieder von dort nach dort nachgezogen. Ich war also im Plus. Einverstanden? Das war ein Trade, der hat auch mein Kollege direkt im Hintergrund mitgemacht. Der hat ihn anders gemanagt. Er war untergeordnet auf diesem untergeordneten Trend. Ich habe bewusst diese Stop-Logik gewählt. Im Nachklang, wie gesagt, er hat besser abgeschnitten. Schaut mal. Jetzt gab es eine Kerze, das ist eine Innenkerze. Ich werde das jetzt gezielt weglassen, was eine Innenkerze ist. Das könnt ihr, wie gesagt, in den Videos nachschauen, beziehungsweise mal euch so ein bisschen einlesen in das Thema. Das sind also alles Außenkerzen. Stop ran, stop ran, stop ran, stop ran, stop ran, weil die Kerze außerhalb der Vorperiode schließt. Jetzt gibt es eine Innenkerze und das hat zur Konsequenz, dass ich den Stop zurückziehen muss. Und zwar vor die Kerze, die das nennt man einen Außenstab, weil der außerhalb der Vorperiode schließt. Das ist ein Innenstab, der rote, weil er innerhalb dieser Periode schließt. Und wenn ich den Stop zurückversetzen muss,
dann muss ich den Stop immer dorthin versetzen, und zwar auf die Periode vor dem Außenstab. Das wäre hier diese Nummer. Der Stop lag also genau hier auf der 1,2436, absolut fachlich korrekt. Und was hat der Markt gemacht? Moment, ich springe jetzt. Der Markt, nochmal, der Stop lag hier. Der Markt hat eine Korrektur gemacht, die ich eigentlich im Sinne hatte zu überleben, diese Korrektur. Ich wollte eigentlich nur diese Bewegung handeln. So, schaut mal. Jetzt nächster Markt. Dieser Stop, das ist diese Innenkerze, dieser Innenstab, den ich gerade genannt habe. Das ist der Stop-Verlauf. Zack, 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 zack. Und der Stop lag genau hier auf der 1,2436. Und jetzt schaut mal, was der Markt gemacht hat. Es war zwar trotzdem ein Plus, aber es ist nicht so, dass man irgendwie immer nur einen Trade macht, der dann, weiß ich nicht, wie wahnsinnig losläuft, über einen Goldtrade oder sonstiges. Der Markt hat mich rausgeholt. Einverstanden? Der hat mich ausgestoppt. Und das ist auch okay so. Auf der 1,2436. Und dann gibt es das, was immer passiert. Genau an dem Punkt, wo er dich rausholt, dreht der Markt und läuft wieder hoch. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, kann passieren, alles schick. Dann schnappst du dir eben die nächste Korrektur, aber dieses Mal eben nicht auf den Bewegungshandel, sondern du schaltest jetzt wieder zurück in die Minute. Da würdest du sowieso jetzt wieder den Trade eröffnen, bei wenig Risiko. Und dann bleibst du auch direkt dort auf dieser Trendgröße, um den Stop mit einer anderen Stop-Logik, nämlich mit dem Trendhandel, vorzuführen. Und dann sah das Ganze so aus. Das war der erste Trade. Und da bin ich mit dem ersten Trade ausgestoppt worden. Jetzt ist der Markt wieder hochgekommen. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ist wieder runtergekommen. Hat also hier diesen Trend gemacht. Dann habe ich hier diese Position wieder eröffnet. Schaut mal. Der war noch nicht mal großartig im Minus, der Trade. Auch hier wieder so fraktioniert eröffnet und den Stop hier unten drunter gesetzt. Einverstanden? Und jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass sich hier was entwickelt. So eine Nummer hier. Einverstanden? Gab es aber nicht. Der Markt ist zwar ins Plus gelaufen. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Stop von hier jetzt rangezogen, hierhin. Das sieht man auch sehr schön. Weil im Nachklang war das auch gut so, weil es ist deutlich tiefer gelaufen. Der Markt hat diese Hochs gar nicht mehr gesehen. Es gab ein Gegensignal. Ja? Auch hier, guckt euch die Videos an, wie Märkte, Trends beendet werden. Da gibt es einmal die Möglichkeit eines Trendbruches oder das klassische Gegensignal. Wenn das ein Aufwärtstrend ist, dann ist das hier ein Abwärtstrend und dann geht man raus. Und da bin ich dann halt dementsprechend ausgestoppt worden. Mit anderen Worten, hier habe ich sogar zwei Kontrakte dann genommen, weil ich dem Markt halt noch in dem Moment gutes Potenzial zugetraut habe. Ich hatte da oben auch schon ganz weit, also das sieht man jetzt hier nicht, ein paar Limit Orders liegen. Dazu kam es aber nicht. Der Markt hat mir einmal die Dollarzeichen gezeigt. Ich habe mich schon gefreut. Und dann gibt es hier einen auf den Deckel und du bist raus. Einverstanden? Das war also ein Plus-Minus-Null-Tag. Dann gibt es einen Trade von meinem Kollegen, dem Roman. Der hat hier sozusagen ein ganz anderes Stop-Management gemacht. Auch hier zunächst erstmal. Was direkt auffällt, ist, dass wir keinen Aktionismus walten lassen. Wir haben also eine sehr zurückhaltende, übersichtliche Trading-Frequenz. Es gibt auch mal Tage, da haben wir irgendwie in einem Chart 5, 6, 7 Einstiege. Ne? Aber in der Regel sehen wir so aus, sehr übersichtlich. Wir lassen also jetzt hier nicht irgendwie die Trades glühen. Also wir schießen jetzt hier nicht wild um uns mit unserem Colt, sondern wir versuchen. Und das ist auch etwas, was dieser Trade sehr schön transportiert, die eigentlichen Kernbewegungen des Tages abzugreifen. Schaut mal, die eigentliche Kernbewegung kam relativ früh zustande. Da hat der Markt schon einen
der Hauptsitz, also das ist der RTY, das ist ein amerikanischer Index, das ist die europäische Sitzung. Die Kernsitzung findet um 15:30 Uhr statt, aber vorbörslich hat er hier eine Kernbewegung gemacht, die konnte man kaum abgreifen, weil es gab kein wirklich sauberes Signal unter dem Aspekt eines Low-Risk-Profils. Und wir haben die ganze Zeit gewartet, beziehungsweise der Roman hat die ganze Zeit gewartet, war Gewehr bei Fuß, und als der Markt ein Signal bot, hat er draufgedrückt mit einem sehr überschaubaren Risiko. Und auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, mal nach rechts zu gucken. Das war dahingehend ein schöner Trade, dass der Markt auch A, an einem, dass der Trade an einer Verortung eröffnet worden ist, wo tatsächlich unmittelbar danach auch der Markt in Bewegung sich versetzt hat. Das heißt also, kurzfristiger Handel, möchte ich kurzfristig Geld verdienen. Wenn ich jetzt um 10 Uhr einen Trade eröffne, dann möchte ich auch, dass der relativ zeitnah dann bitte sich auch in die Richtung bewegt, die ich anforciert habe. Ein paar Sekunden, ein, 2 Minuten, alles gut. Tut er das nicht, zum Beispiel auf dieser Zeiteinheit, auf dieser Trendgröße, dann ist es nicht gut, weil wenn der Markt erst um 45 Minuten losläuft, dann hätte ich mir auch die Zeit, diese 45 Minuten Marktrisiko sparen können. Und mit der Zeit, wenn man Erfahrung hat, dann kann man relativ gut abgreifen, wann ist der Augenblick gekommen, wo der Markt auch mit Momentum dann dementsprechend sich in Bewegung setzt. Und das sehen wir hier ohne großartige. Also man sieht hier nicht irgendwie 1000 Trades, sondern wir sitzen sehr gerne auch mal auf Händen, auf unseren Händen, und warten ab. Und als es soweit war, ging der Markt hoch, und jetzt kann der ein oder andere denken, warum geht der denn schon nach 3 Minuten raus? Nochmal, schaut mal hier, das sind ordentlich Punkte. Ja. Das sieht wenig aus, monetär aber ist da schon was hinter. Und für 3 Minuten, keine Ahnung, ein paar hundert Euro damit zu nehmen, wenn man das, weiß ich nicht, wenn das 200, 300 € sind und das machst du dann 2, 3 Mal am Tag, dann passt das auch. Gut, dann haben wir euch gesagt, am Anfang, da habe ich gesagt, wir machen nicht nur die Futures, wir handeln auch mal auf kleineren Positionsgrößen, also in dem Fall die Mikro-Futures oder mal CFDs. Das hier ist so ein Trade auch vom Roman. Da seht ihr, wie wir hier den Trade eröffnet haben, relativ wenig Risiko wieder hatten. Der Markt ist losgeraufen und auch direkt ins Target. Wichtig ist, spielt eigentlich auch gar nicht so sehr die Rolle, mit welcher Positionsgröße generell wir unterwegs sind. Wichtig ist, dass ihr für euer Konto, für eure Psyche mit der richtigen Positionsgröße unterwegs seid. Und das ist auch eines unserer großen Anliegen dort im Room, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, unnötige Risiken zu meiden und Risiken nur zu nehmen, wenn man diese auch kontotechnisch als auch mental tragen kann. Ich würde jetzt gerne, ich gucke mal eben ganz kurz, bevor wir jetzt auf die Trades von den anderen eingehen, von den ehemaligen Coaching-Teilnehmern als auch den Teilnehmern aus dem Room, würde ich gerne mal ganz kurz hier die Fragen durchgehen. Eine Sekunde. Da versteht einer das Signal nicht. War das dort genau das Signal gewesen? Das verstehe ich gerade nicht. Guck mal eben auf die Uhr. Wenn du das bitte nochmal ein bisschen detaillierter deine Frage beschreiben könntest, dann würde ich die auch nochmal aufgreifen und würde nochmal bei der Folie davor. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Du meinst diese Folie, Sebastian? Genau. Okay, so. Dann das Signal, guck mal. Genau. Du siehst, der hat hier sogar noch eine Slippage gekriegt, mein Kollege. Der Markt geht rauf, er geht runter und er geht rauf. Einverstanden? Da gab es ein sauberes Signal. Und der hat hier mit einer Stop-Buy-Order gelegen und hat sogar noch ein oder zwei Ticke Slippage bekommen. Was das ist, Slippage,
Ich glaube, das erkläre ich auch in irgendeinem Video. Das lasse ich jetzt auch mal hier gezielt weg. Das heißt also, er ist etwas schlechter abgerechnet worden. Das hat was mit der Orderlage zu tun. Da muss man wissen, also er ist hier mit einer Stop-Buy-Order reingegangen in den Markt. Eine Stop-Buy-Order ist eine ruhende Order, die, wenn sie getriggert wird, zu einer Market-Order wird. Und bei einer Market-Order kaufst du zum nächsten möglichen Kurs, wo auch immer dieser ist. Wenn der Markt jetzt hier schnell wird, dann kann das mal sein, obwohl es liquide Märkte sind, dass man mal so ein Tick oder zwei Slippage bekommt. Das ist alles kein Drama. Da kann also, ja, das ist etwas, was vom Markt produziert wird. Da kann kein Broker was dafür oder sonstiges. Das ist einfach die Funktion von einem Orderbuch. Und da ist es manchmal so, wenn hier andere Leute zügiger unterwegs waren, schneller waren, jede Order hat einen Preisstempel und jede Order hat einen Zeitstempel und der Zeitstempel hat immer die höchste Priorität. Und der Zeitstempel meines Kollegen war hier anscheinend irgendwie ein, zwei Sekunden oder was weiß ich später dran als irgendjemand anders, der hier schon vorher seine Stop-Buy-Order hingelegen hat. Und deshalb kam er ja, ein, zwei Ticks später erst zum Zug. Das hier ist ein sauberes Signal und das sieht nicht nur mein Kollege so, sondern anscheinend auch die anderen da draußen, denn die sind es ja, die uns interessieren. Vor allem die, die uns nach uns kaufen, die also in der Lage sind, den Markt da hoch zu liften. Einverstanden? Das Ziel hier bei diesem Trade war tatsächlich, mein Kollege, der Roman, der liebt, er formuliert das immer so, er liebt seine Quickies. Und das sind so die klassischen Trades von ihm. Er mag gerne die Verortung abgreifen, die relativ momentumgeladen, das sieht man ja hier auch, loslaufen. Und ja, er ist dann daran interessiert hier, das ist, wenn man es mal genau nimmt, so eine Art erweiterter Ausbruchshandel. Wir haben hier ein Risiko von, weiß ich nicht, das ist dein Risiko, du hast hier ungefähr ein 1 zu 3 knapp raus, 3 zu 1 rausgehabt. Genau, 2 Komma und roundabout. Genau. Soweit hoffe ich, die Frage beantwortet zu haben, Sebastian. Gerne. So, dann gab es noch eine Frage. Handelt ihr grundsätzlich in einem 1-Minuten-Chart? Nein, definitiv nicht. Das handeln wir grundsätzlich nicht. Was der Ruben logischerweise, zum Beispiel, schau mal, ich gehe jetzt mal davor. Hier zum Beispiel habe ich den Trade auf einer 10-Minuten-Ebene verwaltet. Das heißt also, alle 10 Minuten habe ich den Stop hier, relativ langweilig, wenn man es mal genau nimmt, versetzt. Hätte ja auch gut gehen können und noch weiter hochlaufen können. Ich hätte den weiter ganz stur nach dieser Methode versetzt. Wir handeln also nicht nur ausschließlich im 1-Minuten-Chart. Der Trading Room aber an sich ist ja ein Room, also es würde keinen Sinn machen aus unserer Sicht, euch in einem Trading Room, den wir von morgens bis abends laufen lassen, nur Trades auf Tagesbasis zu zeigen. Weil was sollen wir euch da zeigen? Da gehen wir ein, also wir gucken uns Trades auf Tagesbasis an, was weiß ich, eine Apple-Aktie oder eine Tesla oder sowas. Und dann braucht die ja auch ein paar Tage, um sich zu entwickeln. Das heißt also, das wäre ein bisschen wenig Input. Der markttechnisch orientierte Handel ist generell ein Handel, der einen aktiven Börsenhandel darstellt. Und es gibt ja, wie du siehst, hier hervorragende Möglichkeiten im Intraday-Handel, dementsprechend auch ja, Profite zu erwirtschaften und das mit einem sehr geringen Risikoprofil. Und diese Zeiteinheit, es geht eigentlich gar nicht um, weil du schreibst 1 Minute, es geht überhaupt nicht um 1-Minuten-Charts oder 10-Minuten-Charts etc. Der professionelle Handel achtet überhaupt null darauf, was da oben steht. Es geht um Trends, Trendgrößen und deren Verschachtelung zueinander. Und wir nutzen lediglich Zeiteinheiten, auch hier bitte mal in die alten Webinare reingucken, um uns die jeweilige Trendgröße zu visualisieren. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen schwierig da, also nachzuvollziehen. Nochmal, das sind Riesenthemen, die kann man hier nicht abfrühstücken. Und es gibt sogar, das habe ich auch mal gezeigt, auch hier bitte in den alten Webinaren reingucken, einen Ansatz, den wir hier auch verfolgen, wo wir gar nicht mehr auch
auf die Kerzen gucken, sondern in die Kerzen reingucken, denn es ist immer noch die Orderlage und der Preis und die Marktteilnehmer, die diese Kurse hier kreieren. Und das machen wir auch viel so, dieses Thema mit Volumen und Orderflow. Das ist aber jetzt hier wirklich dann, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Das ist sozusagen sehr chirurgisch genaues Handeln, was überhaupt nichts mit dem Thema Zeiteinheiten zu tun hat, sondern da geht es tatsächlich nur darum, Bewegungen zu erkennen. Und da muss man auch wissen, wie kommen Bewegungen zustande. Und Bewegungen nach oben oder nach unten werden in einem Orderbuch kreiert durch eine bestimmte Orderform, nämlich einer Market Order. Großes Thema auch, breites Thema. Und über diese Tools, die wir auch haben, die in unseren Markttechnik-Add-ons auch integriert sind, kann man auch diesen Order-Flow bzw. Volumen-Ansatz ebenfalls hier mit einbauen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Gut, Ich gerne. wollte nur kurz Dann. sagen, wir sind zeitlich nicht begrenzt, ne? Also nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ah, okay. Warte mal eben. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt gerade? Das hast du mal ganz kurz. Haben jetzt 11 Uhr, 11 aber wie Uhr, gut. gesagt, überhaupt kein Problem von meiner Seite. Okay, perfekt. Ich brauche noch 10 Minuten maximal, dann bin ich auch durch. Gut, dann, wenn ihr jetzt keine Fragen habt, dann gehe ich weiter. Moment, ich scroll mal ganz kurz runter. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück zu dieser Folie hier. Wollen wir uns mal die Trades anschauen, die Leute so im Hintergrund mitmachen, aber auch teilweise selbstständig kreieren, weil sie halt im Lehrgang waren, beziehungsweise im Coaching waren. Und der erste Trade, der das Ganze ganz gut transportiert, ist diese Nummer, ebenfalls im 6b. Da hat derjenige hier auch eine übergeordnete Trendgröße gesehen und jetzt baut sich hier untergeordnet etwas auf. In der Korrektur, schaut mal, und er kriegt direkt was präsentiert vom Markt? Ein Nein. Sprich, er ist ausgestoppt worden. Und auch hier sehr übersichtliche Form, geringes Risiko zunächst erstmal. Es gibt keinen hastigen Aktionismus, der jetzt hier reinlässt, sondern auch hier erwartet sehr, sehr lange ab, bis sich wieder ein extrem kurzes Risikoprofil ergibt, macht den Trade und holt hier 35 Ticks, glaube ich, knapp aus dem Markt. Auch mit einem dementsprechenden British Pfund US-Dollar Future. Das ist Punkt 1, geringes Risiko. Punkt 2, worauf wir sehr viel Wert legen, als bei unserem Trade, als aber auch bei denen, die es so mitmachen, geringe Trade-Frequenz. Nochmal, es gibt auch mal Tage, da haben wir hier schon auch mehr drin, aber die kommen dann eher seltener vor. Erneut wieder an einer Stelle mit geringem Risiko aufgemacht und dementsprechend auch hier aus einem CRV-Aspekt hervorragend. Einverstanden? Ein sehr guter Trade. Nächster Trade, auch jemand, der mittlerweile sehr stabil und ganz gut unterwegs ist. Abwärtstrend, man sieht das hier auch sehr schön. Er shortet den Markt hier auf der 46, 47, 48. Überschaubares Risiko, wieder einverstanden. 6, 7 Ticks. Roundabout und der Markt läuft dann auch los. Bei diesem Trade kann man Kritik auf hohem Niveau üben, kommen wir später nochmal zu. Fakt ist, für das eingegangene Risiko ist erst zunächst erstmal relativ gut bezahlt worden. Auch hier aus dem Risikoaspekt und dem CRV-Aspekt ziemlich guter Trade. Wir haben später festgestellt, beziehungsweise er selber hat das später festgestellt, dass er an der Stelle tatsächlich etwas zu früh rausgegangen ist. Dass er rausgegangen ist, ist kein Problem. Nur hier hat etwas ganz Entscheidendes gefehlt, weil das Potenzial weiter vorhanden war.
auf der Short-Seite, hat dann der Wiedereinstieg gefehlt. Nichtsdestotrotz, das war ein extrem guter Trade. Man hätte allerdings nochmal das doppelte, dreifache rausholen können. Nichtsdestotrotz, für einen Trade in der kurzen Zeit auch gutes Geld dementsprechend. Ne? Hier nächster Trade, ebenfalls, wir haben hier eine übergeordnete Trendgröße, die in der Korrektur steht. Das war so ein bisschen fachlich unscharf eröffnet. Sehr geringes Risiko wieder. Wenige Ticks der Volatilität geschuldet, wohlgemerkt. Und jetzt schaut mal, der Markt ist auch dementsprechend ordentlich gelaufen und hat auch hier wieder ein vernünftiges Auszahlungsprofil hingelegt. Auch hier sieht man nicht, dass es irgendwie, es wäre keine Schande, wenn jetzt hier drei, vier Wiedereinstiege, ganz im Gegenteil, zu sehen wären, aber ab einer gewissen ruhigen, sachlichen ja, Herangehensweise ist man anscheinend schon in der Lage, so ich sage jetzt mal, die Verortung abzugreifen, wo dann auch kurz danach dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zündung kommt. Nächster Trade, ebenfalls selber Teilnehmer. Man sieht hier, dass wieder 6B, der ist short gegangen hier, kurzes Risiko ausgestoppt, sehr wenig Ticks eingezahlt, abgewartet und beim nächsten Signal hat er hier einen Trade aufgebaut, auf der Short-Seite, erneut auf der Short-Seite nachgelegt. Der Stop hier auch sehr gering hier oben. Das ist also ein Kontrakt Short, den zweiten Kontrakt Short. Und jetzt ist der Markt sozusagen für ihn gelaufen, hat einen Teilverkauf gemacht und den Rest hat er hier unten glatt gestellt. Sehr schöner Trade, geringes Risiko, geringe Trade-Frequenz, gutes Auszahlungsprofil. Dann ein Trade von jemandem, der ebenfalls durchstartet wie die Feuerwehr. Bund Future. Den Trade mit extremst kurzem Risiko auch aufgebaut. Da waren es, glaube ich, nur so drei Ticks oder sowas. Und das ist jetzt natürlich auch dem geschuldet hier, das, was hier auf nominal auf der Uhr steht, an der Positionsgröße. Für die paar Minuten sauberes Stop-Management auch angewandt. Das sieht man hier auch. Da hat jemand ganz gut aufgepasst im Coaching. Sauberer Trade. Die werden also auch da so im Hintergrund gemacht. Nächster Trade, selber Teilnehmer. Auch hier ein Trade eröffnet. Geringes Risiko wieder, immer wieder dasselbe Profil. In dem Fall ja, immer wieder eine Minute, aber der Bursche handelt auch auf anderen Zeiteinheiten. Und hier ist der Markt auch dementsprechend für ihn gelaufen. Das ist übrigens jetzt ein Trade, obwohl wir auf der Minute sind. Nochmal, handelt er gar nicht den Verlauf des Minutencharts, sondern er wechselt irgendwann in eine übergeordnete Trendgröße und setzt seinen Stop darunter. Ja, nochmal nicht irritieren lassen, nur weil hier oben eine Minute steht. Das hier ist zum Beispiel schon der 10-Minuten-Chart oder der Trend auf 10 Minuten. Das sieht man auch hier. Und man sieht auch, was man so aus dem, was so die anvisierten Ziele waren bei dem Trade. Gut, ich bin am Ende. Am Ende, genau. Mit meinem Webinar, es sei noch hier generell darauf hingewiesen, es sei noch, nee, Quatsch, da muss ich noch einmal zurückgehen, das sind schon andere Folien, zack, so. Es sei noch mal darauf hingewiesen, hier auf die Links, die ganz interessant sind. Einmal der obere, das ist der Link, da kommt man auch auf den Trading Room, wo man ihn buchen kann. Es gibt jetzt gerade zur Zeit eine Aktion. Da kann man, wenn man Kunde bei FX Flat ist, den Trading Room für 79 anstatt 99 Euro buchen. Wenn man sich für, dafür interessiert, dann ist es dieser Link hier oben oder auch der, nein, nochmal zurück, oder auch der Link da unten. Einfach mal auf die Seiten gehen und ein bisschen stöbern. Und wenn man sich, das habe ich jetzt hier weniger gezeigt, hier kann man das mal eben ganz kurz gucken, jetzt hier für Add-on und Co. interessiert,
hier für diese Trenderkennungsnummer, dann geht man hier auf die Seite Markttechnik, wo habe ich es denn? Die steht hier gar nicht, sorry. Dann geht man auf die Seite markttechnik-addon.de. Da findet man dann auch was, ein bisschen diesbezüglich. Genau. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt im Nachgang, könnt ihr mir auch gerne noch eine E-Mail schreiben. Gut, wenn ihr jetzt gar nichts mehr habt an Fragen, dann wäre ich soweit durch. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mir gerne unter info@markttechnik, es sind viele Links heute, könnt ihr mir gerne unter info@markttechnik eine E-Mail zukommen lassen, beziehungsweise nicht mir, sondern wir haben jemanden, der sich da im Hintergrund sehr drum bemüht und kümmert. Der wird euch dann eine Einladung zusenden, dann könntet ihr morgen früh mal dabei sein. Entweder mal so, wir machen das eigentlich in der Regel so, wenn wir so einen Tag der offenen Tür machen, beziehungsweise so eine Probesitzung, dann geht die immer so von 9 bis 12. Aber ihr könnt morgen, können wir auch mal den ganzen Tag offen bleiben. Da könnt ihr uns da mal über die Schulter schauen. Gut, dann wäre ich jetzt durch von meiner Seite aus. Sehr interessant, vielen Dank. Ja, finde ich auch sehr gerne. Gut, dann Nelson, dann bin ich durch. Ich danke. Und ja, da bin ich raus. Ich habe zu danken. Wirklich interessante Einblicke und Aufzeichnung kommt entsprechend auch so schnell wie möglich online. Vielen Dank an alle Teilnehmer, auch für die aktive Teilnahme und Fragestellung. So macht das Ganze natürlich auch für Oliver interessanter und macht mehr Spaß. Und ich wünsche Ihnen natürlich, wenn Sie heute beziehungsweise diese Woche noch handeln, natürlich viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf, aber bleiben Sie gesund in der aktuellen Phase und wir werden mit Oliver, wenn er Lust und Zeit hat, gerne natürlich weitere Webinare veranstalten. Einfach auf unsere Webseite gehen und sich da die entsprechenden Termine sich mal anschauen. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute. Danke, Olli. Wir telefonieren sowieso die Tage und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Machen wir. Tschüss.